Ja. Thank you.
Keine Zeit, ich bin im Dienst. Es keine großen Glieder ringt, doch laute Schreie ausstößt, zertrümmert es gern das Schatten. Ah, da seid ihr ja. Ich denke, wir sollten uns jetzt an unsere Aufgabe machen. Nun, Arantial hat mir vor unserem Aufbruch einen Brief gegeben und ich habe ihn bereits gelesen. Hört zu. Der zentrale Punkt des Plans ist es, die gespannte Stimmung hier auszunutzen, um letztendlich eine Revolution auszulösen. Das Volk, der Pöbel, ist stets der willigste Helfer einer jeden Diktatur, doch auch deren größte Gefahr. Darauf läuft es hinaus. Ihr habt vielleicht schon die Statue auf dem Stadtplatz gesehen. Ja, schön scheußlich, wenn ihr mich fragt. Auf jeden Fall hat dieser Steinhaufen eine große Bedeutung. Er ist das Symbol für diese abartigen Lehren des Tempels. Und so wird die Statue auch behandelt, um den Soldaten nachzuurteilen. Nun, wir brauchen einen Auslöser für die Revolution. Und was würde sich besser eignen, als diese vermaledeite Skulptur in die Luft zu jagen? Es ist doch nur eine Statue. Wie soll es eine Revolution auslösen, wenn man eine Statue sprengt? Sie ist in erster Linie ein Symbol. Sie steht für den Tempel. Und wenn genügend Menschen mit dem wahren Willen dahinter stehen, kann die Sprengung einer Statue, die Sprengung eines Symbols, das ganze Land verändern. Wenn ihr meint. Natürlich. Ein Mensch mag unberechenbar sein. Ein ganzes Volk dagegen macht immer das, was man von ihm erwartet. Wir sprengen also diese Statue. Dazu brauchen wir Sprengstoff,
und jemanden, der damit umgehen kann. Viel wichtiger wird es aber sein, dafür zu sorgen, dass weniger Soldaten um die Statue herum und in der Stadt allgemein sind. Wir werden die Wachen vergiften, nicht tödlich. Arantial will unnötige Opfer vermeiden. Nun, da es am leichtesten wäre, den Soldaten das Gift über die Nahrung zuzufügen, und diese ganz zufällig im Tempel zubereitet wird, werden wir als erstes in den Tempel eindringen. In den Tempel? Wir brechen in das bestbewachte Gebäude von ganz Nerim ein. Durchaus. Und wenn dir das nicht passt, hast du eben Pech gehabt. Und wo sollen wir das Gift hernehmen? Wir bereiten es selbst zu. Und die Zutaten suchen wir uns im Tempel zusammen. Arantial hat mir da ein Rezept gegeben. Ich muss mir aber noch was überlegen, wie wir in den Tempel reinkommen. Das wird seine Zeit dauern. Ihr könnt euch also noch ein wenig hier umsehen. Stellt aber keinen Unsinn an und bleibt unauffällig. Klar? Jawohl, Herr Offizier. Ich denke, in einer alten Aufzeichnung habe ich gelesen, dass es innerhalb der Festungsruinen nördlich von Ostian einen Durchgang zum Tempel aus der Zeit des Passkrieges geben muss. Sobald wir dann im Tempel sind, suchen wir nach den Zutaten für das Gift, bereiten es zu. Zuletzt gehen wir wieder dort raus, wo wir reingekommen sind. Brechen wir auf.